eine der schönsten und erregendsten Städte der Welt. Rio de Janeiro. Faszinierend sind die Nächte und strahlend die Tage. Aber über der ganzen Stadt lastet eine unheimliche Spannung. Alles fürchtet die Drohung einer geheimnisvollen Bande. Mord in Rio. Ein atemberaubender Kriminalfilm führt sie in die größten Kaffeelager von Südamerika. Niemand ist mehr seines Lebens sicher. Vergeblich durchkämmt die Polizei das Hafenviertel. Die Spur verliert sich in einer bekannten Bar. The first one we kissed, the following days, I never will miss. Sie wollen wohl den Mörder fotografieren, wie? Wie kommen Sie denn darauf? Ich denke, hier ist einer ermordet worden. Wer den Verbrechern unbequem ist, wird rücksichtslos liquidiert. Wo ist das Foto? Horst Hechler inszenierte das aufregende Geschehen um Gangster, schöne Frauen und Diamanten. Mord in Rio. Ein Film der harten Welle mit internationaler Besetzung. Ja, Barbara Lehn? Ihr 66203, jetzt sind alle da. Hier braucht man starke Nerven. Das ist doch... Eines der Messer des Signor Marco. Es ist passiert. Ich habe den berühmten Fehler gemacht. Halt! Stehen bleiben! Mord in Rio. Kit ist tot. Und ich lebe. Ja, von mir. Vergiss das nicht, mein Liebling. Was sagt die Polizei dazu? Nein, von mir hat die Polizei nichts erfahren. Ich habe auf sie gewartet. Die Gangster sind zum Großangriff angetreten. Pardon wird nicht gegeben. Diese Steine sind die besten, da hast du recht. Verzweifelt kämpfen zwei Menschen gegen eine Übermacht. Ein neuer Kriminalfilm mit einmaligen Höhepunkten. Mord in Rio. Ein erregendes Erlebnis in jeder Beziehung. Eine Ernst von Theumer-Produktion im Nora-Filmverleih.